Oh Leute, wer jetzt sofort erraten kann, wo ich bin, schreibt es mal in die Kommentare. Und nicht cheaten, nicht nach vorne spulen, sondern direkt in die Kommentare schreiben, wo ich gerade bin. Dieses Video wird unterstützt von Viewfinder, der perfekten App für Landschaftsfotografen. Und wenn du wissen willst, wie mir diese App den Hintern auf Madeira gerettet hat, bleib auf jeden Fall dran. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auf Madeira. Jedenfalls sind wir heute im sogenannten Fanalwald hier auf Madeira und wir haben perfekte Bedingungen, denn es ist komplett neblig. Wir sind hier vor einer halben Stunde ungefähr angekommen und da war es so halb neblig. Da haben wir schon so gesagt, könnte was werden. Jetzt ist der Nebel richtig reingezogen und wir haben hier richtig schöne Bäume, die einzeln stehen. Also es ist nicht so ein Wald wie in Deutschland, wie man es so kennt, wo so Baum an Baum steht und wo man sehr viel Chaos in seinem Wald hat, sondern hier ist es tatsächlich so, hier steht mal ein Baum, dann 50 Meter Umkreis irgendwie nichts, dann vielleicht auch mal 20 Meter daneben wieder einer. Aber man hat richtig coole Möglichkeiten, Komposition hier zu finden. Es ist also wirklich für Fotografen das Paradies, weil du kannst hier 8-9 Stunden fotografieren und hast immer wieder neue Kompositionen. Im Moment wirklich perfekte Bedingungen, weil es regnet nicht mal. Wir haben wirklich dichten Nebel, aber es regnet nicht mal. Und ich habe hier eine richtig schöne Komposition gefunden. Ich bin ja ein Freund davon, so 3D-mäßig zu fotografieren, also schönen Vordergrund zu finden und dann in den Hintergrund rein. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt hier mal anschaut, haben wir hier einen sehr schönen Vordergrund, so ein kleiner Baumstamm, der hier lag. Der lag auch wirklich da. Ich habe ihn nur ein paar Zentimeter verschoben, das gebe ich zu. Aber er lag hier. Und der führt richtig schön in das Bild rein und im Hintergrund haben wir dann diesen wunderschönen Baum. Guckt euch an, wie geil der aussieht. Muss man doch wirklich mal so sagen, oder? Für mein erstes Bild aus dem Fanalwald bin ich damit sehr zufrieden. Ich mag den Verlauf vom Vorder in den Hintergrund, wie sich dieser Baumstamm wie eine S-Kurve in den Hintergrund schlängelt und damit den Betrachter auf den Baum lenkt, der das Hauptmotiv dieses Bildes ist. Und ich mag es auch, wie dieser Baum separiert wird vom Hintergrund durch den hereinkommenden Nebel. Auf jeden Fall für mich ein richtig toller erster Shot. So Leute, ich habe jetzt meinen Shot soweit fertig hier. Die anderen beiden Jungs, die sind jetzt auch gerade hier am Start. Ich musste hier natürlich mit dem Fokus-Stacking arbeiten, weil ohne geht's nicht. Ich war mit dem Objektiv so dicht dran an dem Baumstamm hier vorne. Und wenn ich alles dann scharf haben möchte, dann bin ich schon ein bisschen am Kämpfen mit der Naheinstellgrenze, wobei das ging jetzt noch einigermaßen. Aber man muss natürlich trotzdem Fokus-Stacking machen. Ich fotografiere eigentlich immer mit Blende 8, alles da drüber hinweg. Wird schon wieder so ganz leicht mit der Beugungsschärfe. Naja, anderes Thema, aber trotzdem habe ich, glaube ich, 5 Belichtungen gemacht mit unterschiedlichem Fokus. Die setze ich dann später in Photoshop zusammen und habe dann ein knackscharfes Bild von vorne nach hinten. So, jetzt ist gerade der Flo am Knipsen. Hier könnt ihr die Perspektive nochmal sehen. Baumstamm im Vordergrund, Baum im Hintergrund. Ich finde diesen Baum halt mega cool. Und mit 14 mm kriegt man den auch gut drauf. Benny hier, du hast das Canon 11 mm. Mit 11 kriegt man mehr drauf. Also viel mehr. Das wäre schön für dich, ja. Ja? Was bei Flo auffällt, das mache ich heute nicht. Er fotografiert mit Filter. Ein Polfilter hast du drauf, ne? Genau, ja. Wofür? Willst du mal kurz erklären, wofür du den Polfilter drauf hast? Hauptsächlich dazu, um die Reflexion auf den Blättern, auf dem Moos zu entfernen und dadurch ein bisschen mehr Kontrast in mein Foto reinzubekommen. Ja, cool. So, wir gucken mal ein bisschen weiter rum. Hier gibt es 1000. Oh, hier ist schon der nächste Baum eigentlich. Der hat so einen richtig geilen Ast. Wie? Was hast du eigentlich unter deiner Jacke drunter? Eine zweite Jacke. Achso, deswegen siehst du aus, als oh, scheiße. Auf der Aufnahme. Deswegen zeige ich jetzt hier in meinem Video auch immer nur bis zum Brustbereich, dann sehe ich nicht ganz so fett aus. Wow, was für ein herber Schlag ins Gesicht, wenn einem der Kumpel sagt, man ist zu fett. Aber ich werde zum Sport gehen. Morgen, wenn ich das Video fertig geschnitten habe. Oder übermorgen. Spätestens nächste Woche. Aber zurück zur Fotografie, denn wir wollten natürlich weitere Motive finden. Und das ist gar nicht schwer in diesem Wald. Wir mussten uns im Prinzip nur einmal umdrehen. So Leute, wir haben gerade ein weiteres Motiv gefunden. Ich muss mal kurz gucken, ob man das hier auf der Kamera sehen kann einigermaßen. Spiegelt ein bisschen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Problem in Anführungsstrichen ist gerade, dass der Nebel wieder so ein bisschen weggeht. Und wir dadurch natürlich wieder mehr, ich will gar nicht sagen Tiefe ins Bild bekommen, aber wir haben wieder mehr Informationen irgendwie im Hintergrund und man kann gar nicht mehr die Bäume so schön separieren.
was das Ganze ja hier eigentlich so ausmacht. Und ich würde sagen, wir warten jetzt einfach kurz, weil das Schönere, das noch Schönere an dieser ganzen Situation ist, dass sich das alle 10 Minuten ändert. Also hier kommt einfach in 10 Minuten wahrscheinlich der nächste Nebelschwaden rein und dann ist das Ganze schon wieder genau so, dass man es fotografieren kann. Aber schaut euch das mal an. Jetzt gerade hat man eine richtig weite Sicht. Wenn ihr das mal vergleicht zu gerade eben. Da war definitiv mehr Nebel da. Also warten wir kurz. Die Zeit zwischen den Nebelschwaden habe ich genutzt, um mit meinem iPhone mal herumzulaufen und nach Komposition suchen. Denn das ist wesentlich einfacher als mit der großen Kamera auf dem Stativ. So Leute, ey, ohne Witz, eines der schwierigsten Fotos, die ich bisher gemacht habe. Einfach weil ich die Kamera in eine unmögliche Position gebracht habe, aber tatsächlich hat es echt gut funktioniert. Auch mit dem Fokus-Stacking von vorne nach hinten, schön mit dem Baumstamm im Vordergrund, der Baum hier halb drauf, im Hintergrund die Bäume mit dem Nebel. Jetzt habe ich sogar ein paar Kühe im Hintergrund, weiß ich gar nicht, ob die auf dem Foto mit drauf sind. Kann ich nicht sehen über Kopf. Aber ich bin fertig. Guck dir mal an, wie ich aussehe hier, ey. Mann. Zum Glück nicht mein Auto. Ein Glück ist es das Mietauto. Wir machen jetzt hier an der Location nochmal einen Hochkant-Shot. Ich habe hier gerade schon quer gemacht. Der sieht richtig gut aus. Mit Kuh im Bild, mit Benny im Bild und ohne von den beiden was im Bild. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal im Hochkant-Format. Wobei mir das quer an dieser Stelle tatsächlich besser gefällt. Aber ich mache eigentlich an jeder Location immer beides. Jetzt machen wir hier auch wieder ein Fokus-Stacking, weil ich hier im Vordergrund wieder sehr dicht dran bin. Und wenn ich da auf unendlich fokussiere, also quasi nur den Baum im Hintergrund scharf stelle, dann ist der Vordergrund ein bisschen unscharf. Deswegen gibt es hier mal ein Fokus-Stacking. Es sind immer 5 oder 6 Aufnahmen so ungefähr. Und das passt dann immer ganz gut. Aber von der Komposition her finde ich sehr schön. Ich habe jetzt den Baum stumpf hier gar nicht mit drauf, oder den Baumstamm, sondern wirklich nur die Äste hier oben, die aber schön um den Baum im Hintergrund herum sich legen. Also wir haben so ein schönes natürliches Framing hier drin. In der Quervariante haben wir den Baum ja wirklich komplett hier mit drin. Ich werde am Ende einfach mal gucken, was besser aussieht, was mir besser gefällt. Ich glaube, die Quervariante gefällt mir schon besser. Von dieser Location habe ich 2 Varianten fotografiert, einmal mit etwas mehr Vordergrund und einmal etwas weiter hineingezoomt. Und mich würde mal interessieren, was ist dein Lieblingsbild? Schreib es mir unten in die Kommentare. So Leute, das war's von mir hier erstmal aus dem Fanalwald. Es ist jetzt schon 15, 15.30 Uhr. Wir werden jetzt mal den Rückweg antreten, denn wir wollen natürlich noch den Sonnenuntergang fotografieren und das nicht im Nebel, sondern natürlich mit geiler Sonne. Es ist hier gerade nicht die optimale Bedingung, weil, ja, wie ihr seht, kein Nebel
Und dann sieht der ganze Wald irgendwie nicht ganz so schön aus, wie es im Nebel ist. Trotzdem natürlich mega cool. Aber ich habe da vorne jetzt einen ganz speziellen Baum, den ich auch im Internet schon ein paar Mal gesehen habe. Ich nenne ihn liebevoll Groot, weil er mich irgendwie so ein bisschen an den Charakter aus Guardians of the Galaxy erinnert. Der sieht halt einfach aus wie so ein kleiner Gnom. So mit seinen zwei Armen, die er ausstreckt. Oben an dem Baumstamm dran sieht das aus wie ein Kopf, wie eine Nase oder sowas. Also es ist halt wirklich dieser, wenn nicht dieser Baum menschlich ist, welcher Baum dann? Und jetzt will ich einfach das Ganze noch mit Nebel haben. Da hinten ist so ein ganz kleines bisschen Nebel gerade, was da lang zieht, aber das ist natürlich noch viel zu wenig. Ich will eigentlich schon nur diesen Baum hier drin haben und die Bäume da im Hintergrund, diese drei, die müssen schon so ein bisschen im Nebel verschwinden. Also die dürfen noch so ein bisschen zu sehen sein, aber nicht mehr zu doll. Und alles andere möchte ich eigentlich voller Nebel haben, damit ich den Baum hier auch gut separieren kann und der Hintergrund nicht so sehr stört. Das wäre die optimale Bedingung. So, schauen wir mal, was wir machen können. Ich baue mich hier auf jeden Fall schon mal auf, damit ich ready bin, sobald der Nebel reinzieht, denn der Nebel kommt hier so schnell, wie er auch wieder geht. Also innerhalb von ein paar Minuten ist hier alles voller Nebel. Und es kann aber auch genauso schnell sein, dass der Nebel nach einer halben Sekunde oder nach einer halben Minute wieder weg ist. Von daher muss man hier schnell sein. Komposition am besten schon vorher einrichten. Das Ganze natürlich auf dem Stativ, damit die Komposition auch wirklich fest eingeloggt ist. Und fast sagen, machen wir mal diesmal aus einer etwas höheren Perspektive. Nicht zu niedrig gehen, weil ich die Kamera hier nicht zu weit nach oben schwenken möchte. Damit der Baum auch so seine Menschlichkeit behält. Ich finde das echt cool. Ich mache jetzt auch gleich einfach mal einen Shot, damit ihr mal den Unterschied sehen könnt am Ende. Zwischen einem Foto mit Nebel und einem Foto ohne Nebel. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. So, jetzt habe ich hier eine Perspektive gefunden. Ich bin jetzt hier bei 19 mm gerade. Also ich fotografiere jetzt auch nicht ultraweitwinklig, sondern versuche das so ein bisschen im Rahmen zu halten. Ich mache jetzt einfach mal ein Testfoto. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. So, von der Perspektive bin ich schon relativ zufrieden. Wenn ich mir jetzt überlege, dass die Bäume hier im direkten Hintergrund auf der linken Seite so ein bisschen im Nebel verschwinden und hier auf der rechten Seite das, also das hier in dem Bereich, wenn man das dann gar nicht mehr sieht, weil da Nebel ist, dann hat man eine schöne Separation drin. Und mein kleiner Groot hier vorne zeigt einladend mit seinen beiden Armen. Herzlich willkommen im Fanalwald. Mega. So. Jetzt heißt es warten, Leute. Und warten mussten wir lange. Und das hätten wir uns alles ersparen können, hätte ich früher dran gedacht, dass die Viewfinder-App inzwischen auch in Portugal und sogar auf Madeira funktioniert. Denn die letzten zwei Tage haben wir die Viewfinder-App benutzt und haben direkt gesehen, wann Nebel herrscht, und es hat auf die halbe Stunde genau funktioniert. Also die Viewfinder-App herunterladen, um immer das beste Fotografenwetter abzufangen. Oh, komm, zieh mal rein jetzt hier, zieh mal rein. Jetzt kommt gerade ein bisschen Nebel rein. Wir hoffen mal das Beste. Also da hinten im Hintergrund, da sieht man das schon ganz gut, da wird schon so ein bisschen separiert. Aber der muss natürlich noch viel weiter hier reinziehen, weil die Bäume da im Hintergrund, die will ich halt auch nicht mehr sehen. Also es muss noch deutlich mehr werden. Aber der Nebel kam einfach nicht und wir mussten geschlagene 6 Tage warten. Und dann war es endlich soweit. Hier sind die Shots.
Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Lad dir, wie gesagt, die Viewfinder-App herunter, damit du diese Erfahrung selber nicht machen musst. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.